Noch ein langer Pfad. Wo enden diese Pfade eigentlich? Na, schon. Ach, Snap hockt wieder ab. Ach, nur Drachenleins. Du wirst endlich mal am Ende gelangen. Bombardieren. Das ist der nächste geschmolzene Drache. Yay. Vielleicht kommen wir zu diesem geschmolzenen Drachenkönigin. Würde ja noch fehlen, ja. So, als wir die Drachenkönigin besiegt hatten in Quillrabe und die ist da hinuntergefallen, ist sie dann in die Lava gefallen. Geschmolzen. Hm. Dann ist so dicht an Mission stehen, ich will dann mich einkreisen und mobben. Mob im Kreis! Hm. Gegner schon mal im Kreis. Oh, noch mehr dran. Ein Glitzer. Bug von. Darf ich gucken, wie du heißt? Ja. Schwarzer Drache. Wo ist jetzt der glitzernde? Drache aus geschmolzenem Stahl. Ist schmolzener Stahl. Seite zwischen Boss. Ja. Mini-Boss. Zwischenboss kann man das ja nicht nennen. Das würde ja andeuten, dass es hier einen Boss gibt. Und uns da heilen. Als ich Pause gemacht habe. Oh nein, Draco. Ich muss mal da hin. Stiefel fallen. Ach, wo hast du die Stiefel angehabt? Gut ist, dass wir endlich das Ende erreicht haben. Jetzt wissen wir, was sich hier am Ende befindet. Ja, Miniboss. Gut, das können wir echt mal zum hinauf. Aufzug. Ah, 20 von 9. Ich will mir mit anklicken, ich kenne den Weg dahin. Ja, hab dich auch angeklickt. Jo. Theoretisch kenne ich den Weg dahin. Ja, theoretisch. Praktisch weniger. In der nächsten Session werde ich dich auch einfach nur anklicken und dir hinterherlaufen. Okay. Oh. Läuft rapid durch die Wüste von Osten nach Westen. Wir gehen nicht in die Wüste in der nächsten Session. Indessen kann ich ja mein Inventar wieder sortieren. Uff, ging's nochmal. Ich glaube hier entlang. Oh nein, er hat gesagt, ich glaube. Ich denke, es ging hier entlang. Ah, wir haben die Leichen folgen. Ja, da sind sehr viele Leichen hier. Nein, jetzt habe ich selber versehentlich auf Inventarsortierungstaste geklickt. Och, ich hasse dich so unendlich, Spiel. Das war der falsche Weg. Oh, wieso gibt es diese Taste? Hm. Ich wollte nur einen Gesundheitstrakt da oben ablegen. Wir sind nicht so weit nach oben geklickt. Ah. Hilfe. Ach Mist, jetzt bin ich mal dran zurück. Ach, Happy! Es sah alles so gleich aus hier. Wie ist denn den Geist gelaufen? Verstehe ich nicht. Von wegen Orientierungssinn. Ich sehe echt schwarz für die nächste Session. Es ging auf jeden Fall hier entlang, das weiß ich noch.
Naja, vermutlich muss ich hier hingehen. Ja, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Warum ist Chicken mir hinkommt? Kommt. Ja. Diese lahme Ente. Diese langsame Suppenhühnchen. Weil mir nicht mal Ausrüstung die Geschwindigkeit erhöhen kann mit deinem Quiz. Ja. Das wäre schön. Das wäre schön. Das wäre schön. Warum gibt's denn da nicht zwei das? Weißt du nicht, was für Ausrüstung gibt in Dungeon Siege 2? Ich hoffe, in Dungeon Siege 2 gibt es keine Inventarsortierungsfunktion. Ich glaube, die gibt's da. In Stardew Valley ist es mir auch passiert, dass ich versehentlich auf die Sortier-Inventar-Taste gedrückt habe. Ja, die sind nicht da. Okay. Komm her, Draco. Tschüss, Draco. Daneben nicht. Ja. Ich höre Geistergeräusche. Mhm. Pyramide der Toten betreten. Wir sind jetzt in der anderen Pyramide. Okay. Yay. Ja. Yay. War sehr großer Umweg, um zu einer Pyramide zu gelangen. Da ist die gar nicht so weit weg, die andere Pyramide. Meine Stimme ist auch sehr großer Umweg. Oh nein. Befreche dich. Frosch im Hals. Moment, erstmal einen Schlucksaft nehmen. Ja. Das ist der Frosch, der mich getötet hat. Oh nein. Unser Müll ist schon Frosche. Okay, ich folge dir jetzt. Ja, zurück zur ersten Pyramide, weil wir haben die Insel noch nicht erkundet. So, Chickens Pro-Tipp, wenn ihr zurück zur ersten Pyramide wollt. Geht auf eure Karte, geht so lange nach Westen, bis ihr auf der Karte die Pyramide nicht mehr seht. Und dann geht nach Norden. Okay, oh, ich sehe die Pyramide noch über meinen Kopf, haha. Weil der Beste aus dem Pyramide. Das war echt unangenehme vorherige Tiefen. Ja. Aber wir sind mir komplett erkundet. Und da ist die erste Pyramide wieder. Mhm. Ja, jetzt werde ich mir die Osterinsel erkunden. Ja, hochgegangen sind wir, jetzt können wir den anderen Weg gehen. Mhm. Ja, der Bus halt noch lange. Das sind, glaube ich, schon immer zweimal, dass sie Stunden dauern. Mods sei Dank. Und die Mods für erhöhte Zauberlänge müssen dann schon mindestens 100 Mal in der Session zaubern. Also die Boosts zaubern. Das wäre nicht lustig gewesen. So, jetzt noch die Insel. Was sonst noch zu erkunden? Es gibt da noch einen zweiten Aufzug, der uns wohin führt. Okay. Ich wundere mich, ich wollte nur wissen, wie viele Dungeons vor uns haben. Es sind noch zwei, oder? Ja. Okay. Oh Mann. Bei der Zeit ein Hörprüfungssong. Keine so, aber wir gehen ja schon die Treppen wieder nach oben. Nee, nicht mal die angenehme Insel bitte suchen. Nicht mehr die folgenden Tiefen. Ja, die hübsche Insel. Ja, die Osterinsel. Dann gehen wir mal in alle Richtungen. Gehen wir jetzt mal in alle Richtungen. Falls wir nicht einen gewissen Spiegelmagier dabei haben, der uns duplizieren kann. Wenn alle sofort alle gesamte Gegend erkunden können. Oh, es regnet. Oh. Und Winger! Yay! Mit. Versuchen, schauen wir gerade mal die Sackgassen an.
Na. Wie so in Osterinsel-Statuen. Und Fässer, die an den Strand gespült wurden. Yay. Oh, Superman-Schrank. Ertrinken sind wir da eh voll ist. Ringel, der gegen den Wind liegt. Naja. Ich hab Platz. Nachdem so viele Heiterungen nutzen musstest. Bei den Bestien. Weil wir für diese Holzdinger sein sollten. Das ist ein Gesundheitstrank. So, wo findest du euch der andere Fahrstuhl? Meiner Trank. Den habe ich da hingeworfen, da ist kalt. Oh. Meiner Trank, ja. Kurz am Morgen ist ja dein Eigentum. Kannst du dir anstellen, was du möchtest? Naja, ich habe ihn nur gefunden. Okay. Schauen wir, wo Chicken hingelaufen ist. Irgendwo im Wald mit Palmen. Kein Regen. Kein Regen mehr. Ach, da ist Chicken. Bei dem Pfad. Oh, eine Höhle. Ja. Schöne Musik. Großen Pilzen, yay. Bratpfanne schmeißen, Fleisch. Oh, er fließt aber hinab. Durch die Höhle. Das ist so gar mal die Höhle. Ja, mach mal. Dauert eh noch ein bisschen, bis der Aufzug unten ankommt. Jetzt bin ich. Ansonsten auf einem anderen. Bei einem anderen Strand ankommen. Es sind mehr Statuen. Ja, es ist so ein Turm. Der Höhlenweg. Okay, der Aufzug ist unten. Okay, ich bin gleich bei dir. Ein bisschen Sightseeing machen über einen anderen Strand. Und so viele Pilze. Oh, krieg schon wieder Lust, die Bratpfanne zu schmeißen, Fleisch und Soße. Hasati-Mond? Warum ist die Waffe hier? Gibt es doch eigentlich erst in Legend of Arana. Ja, die Waffen aus den Erweiterungen werden hier reingepackt. Okay, warum sind diese Leichen unangenehm anzusehen? Weiß ich nicht. Draco, gib mir mal Hi. Snape. Okay, Draco, gib mir eine Rückendeckung. Oh, das hat ja ewig. Ja, das ist ein sehr langer Aufzug. Der hat auch recht lang gebraucht, um nach unten zu fahren. Oh, hi. Eine Frau, Lola! Was machst du denn hier? Lola mag Aufzüge. Lola verkauft glänzendes Spielzeug. Aufzug fährt runter mit furchtlosen Gruppen. Aufzug kommt rauf mit glänzendem Spielzeug. Lola lacht. Lola mag Aufzug. Ich bin Lola, Herrin des Aufzugs. Schönes Spielchen für dich. Ja, was verkaufst du denn so? Lola ist ein bisschen seltsam. Intelligent. Schuhe, die mich intelligenter machen. Yay. Oh, nicht angreifen. Sie hat nur die ganz kleinen Gesundheitstränke. Ach du Scheiße, Lola. Oh. Lola, warum tust du das? Ah ja, stimmt, wir sind jetzt in diesem dunklen Wald. Mit den Low-Level-Gegnern. Große Wald des Nordens. Genau. Ja, hier, in dem Bereich. Aber wenn man weiter nach Norden geht, dann sind die schon etwas stärker, die Gegner. Ah, zweiter Turm. Ist da auch ein Fahrstuhl? Das sind Zwillingstürme. Nee, das führt einfach nur auf die andere Seite. Okay. Oh, die beiden Türme sind oben mit einer Brücke verbunden. Ah. Wo ist der nächste Dungeon?
würde mich dicken. Wir sind im nächsten Dungeon. Ehrlich? Wir gehen jetzt nach Hause. Falls ich den Weg nach Hause finde. Wir müssen nach Südwesten irgendwo hin. Die Beschreibung liegt sehr vage auf irgendwo hin, weil ich und Wälder ist kein Orientierungssinn, guter. Sie schnellt mich mit Steinen abzuwerfen. Sein, du willst den einzelnen Zentimeter dieses verdammten Waldes erkunden. Ja, ich pack mal Breaker aus. Yay, Wuffies. Darf ich einem Fluss folgen? Ehrlich gesagt finde ich mich in der Wüste besser zurecht als im Wald. Je schwächer die Gegner werden, desto besser Chance haben wir, uns dort anzukommen. Nur für den Weg. Also was? Wenn eine schwächste und schwache Gegner kommen, kann ich einfach verprügeln. Ich weiß nicht, deportieren kann. Oh ja. Fenral, kannst du mal bitte herkommen? Hm. Okay, es ist ein Dead End. Oh, Waldi. Wir müssen auf jeden Fall im Süden runter. Ah, bin in den Süden? Hm. Ist schon mal eine Brücke über den Fluss. Das ist sehr schön. Das ist gut. Da unten laufen Leute herum. Das heißt, da muss irgendwo ein Weg nach unten geben. Das ist gut. Nun, fahren mit Holz. Weg nach unten, sagte sie. Geht's einfach nach oben zu ein paar Wölfen. Mhm. Naja, vielleicht geht's ja auf der anderen Seite runter. Manchmal muss man nach oben gehen, um nach unten zu kommen. Mhm. Sagte sie. Und es gibt keinen Weg nach unten. Ja. Das. Wo muss ich mich außen rumlaufen? Für so unten. Yep. Moskitos. Moskito. Fackeln. Wir sind schon mal Fackeln. Und Landfische. Vor allem, wir schon Weg. Ein schöner Weg. Straße führt immer zu, zu einer Stadt. Oh, bitte bringt es mal an unser Ziel. Skelette. Großer Gesundheitstrank. Ja, wir sind ein Turm. Ist der Turm. Oder? Große Wald des Nordens. Ja, das führt. Ach, gut, Schild, ja. Tiefland. Hobarts Torheit. Nord. Eldim Tiefland. Eldim ist die Stadt. Eldim ist 71 Meter in die Richtung. Hallo, Legionswächter. Seid gegrüßt, Freund. Ja. Wohin müssen wir eigentlich? Ich würde eigentlich nach Eldim zurück. Also, das heißt, wir sind in die Richtung hier. Wo ich hinschaue. Laut Schild ist die Richtung, also 71 Meter. Zurück nach Eldim, nach Hause.
Nee, das führen wir auch nach unten zurück. Moment, vielleicht müssen wir durch die Katakomben nach Heldim? Ich habe irgendwie einen Teleporter in Erinnerung gerade im Kopf. So ein... all diese rechteckigen... Obwohl, bei mir ist ein runter Weg. Gut. Müssen wir Schilder... Müssen wir Schilder finden. Ich lasse es in Ruhe, Bugs. Würde ich vielleicht ignorieren. Oh, wir müssen den nächsten Schilder finden. Einfach nur um zu zeigen, hey, der... Die Wüste ist einfach mal mit der ersten Stadt verbunden. Eine Brücke. Oh, vielleicht verlaufen wir uns auch gerade so sehr, dass wir in Lang landen. Wenn nicht nur lustig, sondern auch praktisch. Sagen wir an einen Teleporter kommen. Zivilisation. Lang wäre mir sogar ein bisschen lieber gerade. Ja, der Weg nach Lang ist ziemlich lang. Ja, oh, Schild. Ein Schild. Ja, ich mein Schild da. Tiefland. Eldim, Tiefland 6. Die Stadt Eldim, 34 Meter. Na, dahin. Teleporter. Wie geht's nach Eldim? Wirklich halt war nicht, lauf dann dahin. Ich klick dich an und meine Figur greift automatisch die Feinde an. Was ist das denn für ein Betrug? Hätte ich mir überleben? LOL! Ich geh mal Chicken an. Ja, meine Gabe ist automatisch an. Ja. Muss man All Out finden, den Befehlen deaktivieren. Dann jetzt nach Süden und Frostfolgen. Weil ich habe Erinnerung, wenn man nach Eldim nach Norden geht. Also müsste das hier gerade dann das richtige Süden sein. Na, hoffentlich. Wenn jetzt Eldim kommt mit der Kirche. Ja, ist auf jeden Fall ein Tiefland. Ja, Tiefland von Eldim. Yay. Ja, großer Wald des Nordens. Da ist die Kirche, wo wir damals... Keine Ahnung, welcher Folge, auf jeden Fall wir zum ersten Mal in auf der Halbinsel Trea angekommen sind. Habe ich gesagt, ja, wenn wir da nach Norden gehen, da kommen wir in den Dungeon, der mit der letzten Stadt verbunden ist. Nee. Und so schließt sich der Kreis. Nee. Ja, so wie wir den Kreis in der letzten Session geschlossen haben, vervollständigt. Eigentlich... So. Wäre die Verbindung nicht abgebrochen, wäre das ja alles in der letzten Session passiert gewesen. Oh ja. Oh. Aber momentan haben wir kein einziges Problem. Mach's gut. Dann ist super.